Hallo, grüß euch. Auf die ganze Weihnachtsbäckerei auf, machen wir uns jetzt was Gesundes. Und zwar einen Toast. Aber ich mache den Toast mit Vollkornbrot. Da tun wir, das tun wir ein bisschen abrösten. Dann tun wir ein Avocado. Außer das kommt dann ab, da tun wir Scheiben schneiden schön. Das kommt auf den Toast auf und drüber ein Spiegelei. Einschalten für die Spiegeleier. Das geht ratzfatz, ist sehr gesund und schmeckt nebenbei noch richtig, richtig gut. Da werden wir einfach Scheiben schneiden. Dann rahmen wir das Brot hin. Spiegeleier. Das ist ganz, ganz einfach, geht schnell. Und wie gesagt, das ist richtig was Gesundes. Mal auf den ganzen Zucker auf, wo die Cracks. Und jetzt geht man auf Nacht oft am Weihnachtsmarkt und isst da oft irgendwas, was nicht gerade nahrisch gesund ist. Und da ist das ganz was Tolles. Einfach so Scheiben schneiden. Jetzt tun wir das Brot ein bisschen auf die Seite. Und tun da die Spiegeleier machen. Zwei solche Toast, also zwei Brotscheiben, ist ungefähr für eine Person. Gell? Dann tun wir das am Teller schön anrichten. Salz, Pfeffer. Und das ist auch ganz wichtig auf die Avocado drauf, gell? Weil die schmecken ja noch, eigentlich noch nichts. Richten wir das schön an. Entschuldigung, dann tun wir da schön die Avocado auflegen. Wichtig, Salz und Pfeffer. Und dann kommen die zwei Spiegeleier.
so ist ein ganz schnelles Mittagessen. So schaut es aus. Schmeckt hervorragend, ist sehr gesund. Und wie gesagt, nach der ganzen Kekspacherei tut dann das einmal gut. Macht es noch, geht ratzfatz. Habt ihr gesehen, es geht sehr, sehr schnell und ist einfach richtig gut. Ich sage wieder einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch.